selbstbewusst, glaube ich schon, mit einer gewissen Sicherheit, dass wir auch wissen, dass wir auch in der Lage sind, ein paar ganz gute Dinge auf den Platz zu bringen. Aber natürlich würde ich schon sagen, dass wir wollen da gewinnen. Aber also wenn man sich die reinen Kader anguckt und die Möglichkeiten, dann ist natürlich Schalke 04 der klare Favorit in dem Spiel. Da müssen wir nicht drum rumreden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir am Ende gewinnen müssen. Also ich glaube, dass sie die letzten Wochen schon stärker dazu übergegangen sind, hohe Pressingphasen im Spiel zu haben. Das ist, glaube ich, auch der grundsätzliche Ansatz war dieses Jahr, deutlich mehr das Spiel zu dominieren von der Schalker Seite aus. Und da müssen wir uns auf verschiedene Varianten einstellen. Aber mit ziemlicher Sicherheit wird es Pressingphasen geben, wo sie versuchen wollen, uns hochzupressen. Und darauf müssen wir eingerichtet sein. Dazu müssen wir darauf eingerichtet sein, dass es eine sehr abgezockte Truppe ist im positiven Sinne. Also sie sind zu jeder Zeit in der Lage, mit einer Einzelaktion, mit einer Einzelqualität einfach auch Tore zu schießen, sind immer wach, auch gerade bei Standards, im Strafraum, bei zweiten Bällen, also so abgeprallte Bälle etc. Da sind sie sehr, sehr gut. Da müssen wir wach sein. Das ist wirklich eine Qualität von ihnen. Und müssen halt auch sehen, wie wir ihre Angriffe verteidigen. Ich will immer für die Nationalmannschaft spielen und ja, das ist nicht meine Entscheidung, ob ich dabei bin oder nicht. Ich spiele hier und ich versuche das so gut möglich zu machen und dann ja, hoffe ich auf eine Einladung von der Nationalmannschaftstrainer. Wenn ich jetzt sage, zufrieden wäre es ehrlich gesagt noch ein bisschen untertrieben. Also ich finde, dass Davy. Das Allerwichtigste, was ich über Davy sagen kann, ist, er denkt immer zuerst an die Mannschaft und dann an sich. Und trotzdem schafft er es, mit dieser Denkweise immer noch Momente im Spiel zu haben, wo man einfach sieht, welche Klasse er hat im Passspiel, im Bewegen im Raum, im Antizipieren auf zweite Bälle, aber dann auch mit einer unheimlichen Aggressivität und Leidenschaft gegen den Ball zu arbeiten und dabei nicht dumm, sondern immer clever, das meine ich im Sinne der Mannschaft. Und ich finde, jeden Tag, wenn ich auf den Trainingsplatz gehe und er ist dabei, dann weißt du einfach, da ist jemand, der 100% da ist. Und das ist egal, ob das Training am Dienstagmorgen ist oder das Aufwärmen vorm Spiel. Und das ist etwas, was eine Mannschaft dauerhaft auch auf ein anderes Niveau heben kann. Weil jeder weiß, ey, also unser absoluter Leader mit auf dem Platz, unser Stammspieler, der lässt keine Sekunde nach. Und das merkt jeder in der Mannschaft. Und deshalb bin ich in allen Belangen mehr als zufrieden. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass es einfach keine Zeitverschiebung gibt. Deshalb kannst du bei entsprechendem Flug, ist das kein großes Problem. Wir werden da an dem Nachmittag nach der Ankunft schon trainieren können. Ich habe mich im langen, sehr angenehmen Gespräch mit Yannick Westergaard nochmal ausgetauscht, der auch mit Hoffenheim damals vor Ort war. Der hat mir auch bestätigt, dass es aus Spielersicht überhaupt kein Problem in der Anpassung gibt. Und dann rücken eher die Vorteile in den Vordergrund. Stabiles Wetter, das ist natürlich so, dass wir alle Algorfer noch im Blick haben vom letzten Jahr, wo wir auch 7 Tage Sonnenschein hatten, aber das hast du halt auch nicht garantiert. Da in Johannesburg ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass das so sein wird. Und ja, ich bin ja auch insgesamt kein Freund von ganz vielen Testspielen in Trainingslagern. Natürlich werden wir ein Testspiel machen, wahrscheinlich sogar 2, aber haben wir auch letztes Jahr in Algorfa nur 1 gehabt. Also da sehe ich kein Problem drin. Von daher, ich freue mich drauf, weil ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ist auch mal was Besonderes, ist ein besonderes Ambiente, es ist für die Jungs was Besonderes.